Ist so ein komischer Community-Post, aber was... Warte mal. Was zum... Oh ja, das ist auf jeden Fall auch sus. Und Freunde, wisst ihr, was ebenfalls noch sus ist? Ich zeig's euch mal. Genau. Die Sassy Data. Ja, ungefähr so wie ich aussehe, so sehen diese ganzen Sassy Data aus. Und ja, passend zu den kleinen Sassys werden wir auch heute einen Brookhaven erstellen, wo sich einfach die kleinen Sassen Online Data wohlfühlen werden. Ja. Genau. Und ich bin auch mal sehr gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Natürlich könnt ihr das dann auch spielen. Ich werde es dann auch öffentlich machen. Und ja, ich glaube, die Sassy Data werden sich freuen. Stimmt's? Ja. So, Freunde, und jetzt sind wir schon wieder auf einer Brookhaven Map. Genau, so, Freunde. Ich habe mal, wie gesagt, meinen Community Post gemacht. Ja, der war zwar vor 5 Monaten, aber die meisten haben dafür gestimmt, also 85% dafür, dass ich einen neuen Brookhaven erstellen soll. Und deswegen müssen wir jetzt einen neuen Brookhaven erstellen. Und das erste, was wir machen, ist einen Spawnpunkt hinpacken, denn ich habe noch keinen. Von daher machen wir einmal hier so einen Spawn. Zack, einmal da und noch einen da. Und ich würde sagen, den Brunnen hier entfernen wir erstmal und machen dafür was Besseres hin. So, wunderschön. Ein wasserspringlandes Herz. Ja, perfekt. Und nicht zu vergessen, werden wir einfach mal hier wunderschöne Online-Data-Sofa platzieren. So, 2 Stück und ich würde sagen, die Tische löschen wir einfach mal dafür. Denn wenn wir mal ehrlich sind, sieht das doch viel schöner aus mit diesen hier. Und um ehrlich zu sein, die Pflanzen gefallen mir auch nicht so. Ich würde sagen, die tauschen wir auch einfach mal ein. Um ehrlich zu sein, finde ich nämlich diese Pflanzen viel schöner. Aber die machen wir noch ein bisschen größer. So. Und natürlich packen wir auch da noch die Pflanze dahin. Und jetzt werde ich einmal ganz kurz alle Pflanzen hier auswechseln. Und dann sehen wir uns einfach auch gleich wieder. Ja, Freunde, das ging relativ schnell. Und jetzt sieht das Spawn einfach schon mal nice aus. Aber ich würde sagen, eine Sache fehlt hier noch. Ich meine, so einen kleinen süßen Baum, den kann man ja wohl vertragen. Okay, also der Spawn ist soweit schon mal, würde ich sagen, relativ okay. Und ich glaube, es wird Zeit für ein neues Restaurant. So, und ja, ich würde sagen, das ist das perfekte Online-Data-Café. Aber natürlich dürfen wir auch eins nichts vergessen. Und zwar packen wir hier noch eine Love Potion rein, aber etwas kleiner natürlich. Und natürlich nicht nur einmal, sondern das Ganze kommt dann auch ein zweites Mal hier hin. Wisst ihr, aber damit man auch richtig weiß, dass das ein Online-Data Brookhaven ist, brauchen wir noch ein bestimmtes Schild. So, und da haben wir auch noch ein Love-Schild für alle Sassys hier, aber das machen wir natürlich noch viel größer. Also ja, ihr kleinen Sassys, hier ist euer Love-Shit, oh Mann ey. Und natürlich darf auch so ein Kitterraum für die Online-Data in diesem Zimmer hier nicht fehlen. Und Leute, natürlich darf hier auch ein kleines Pärchen auch nicht fehlen. Nämlich kommt das Ganze hier rein und ich würde sagen, die Türen entfernen wir auch einfach mal. Ich meine, das sieht ja wohl mega cool aus. Und ja, dann ist hier sozusagen ein kleiner Online-Data-Pet-Room. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall das Richtige, was da steht. Und jetzt ist es auch noch in der perfekten Farbe. Und Freunde, ich würde sagen, wir testen jetzt einfach mal das ganze Game. Natürlich werde ich das nachher dann auch mit euch testen. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an, das Game zu testen. Also let's go! So, Freunde, und hier sind wir auch schon in unserem Sassen Online Data Brookhaven, Freunde. Und wir sehen ja schon unsere ganzen Pflanzen und hier haben wir auch unsere cuten Sofas, wo wir die auch draufsetzen können. Eventuell können wir sogar auf die Schaukel setzen. Okay, das geht leider nicht. Wow, ein schwebendes Gitter oder sowas. Wow. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir hier noch unseren Anfang und natürlich unser fettes Love-Schild, Freunde. Ja, ich weiß, sus. Aber ich würde sagen, wir gehen einmal da hinten in unser Online-Data-Café und checken das einfach auch mal aus. So, also hier können wir uns dann auf jeden Fall hinsetzen. Und hier sind dann unsere Online-Data-Tränke, die wir allerdings nicht nehmen können. Aber egal, wir haben einfach eine Love-Potion
Und was? Salat einfach 15 Robux? Was sind das denn für Preise? Ich würde sagen, gehen wir mal in unseren Room. Von dem ist nicht mehr viel übrig. Wir gehen jetzt erstmal hier zu unserem Sassen Online Data Pärchen. Hey, was geht ab, ey? Jo, wie geht's dir, mein Freund? Und wir dürfen natürlich auch nicht unser super duper Online Data Pärchen vergessen, wo man sich natürlich auch hier hingehen kann und mit den Hundis und so spielen kann. Was geht ab, ey? Juhu, meine Hundis! Aber Leute, wisst ihr, was mir eigentlich mal aufgefallen ist? Ich glaube, wir brauchen ein paar Online-Data-Autos, Freunde. Von daher würde ich sagen, wir platzieren einfach mal dieses Online-Data-Auto. Ich glaube, das hat keine Reifen, von daher lassen wir das jetzt einfach mal hier so liegen. Und ja, dieses Auto dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Aber ich würde sagen, das packen wir einfach mal zum Café, denn ich bezweifle, dass man das fahren kann. Ja, Freunde, wisst ihr was? Dieses Auto sieht doch mega nice aus. Was wäre, wenn wir das einfach in pink färben? Genau, so pink. Und ich würde sagen, das stellen wir hier hin, aber natürlich nicht einmal und, ja, auch nicht zweimal, sondern dreimal, aber natürlich muss man an alle denken, deswegen würde ich sagen, vier Autos, die passen. Vier hasse Online-Date-Autos und das machen wir mal, müssen wir da nach drüben, denn das ist zu weit von allen weg. So, vier hasse Online-Date-Autos, ich würde sagen, das passt so. Und die Autos darf man natürlich auch nicht vergessen, aber nicht in Rot, sondern in der Sassy-Farbe Lila. So, perfekt. So sollte das Ganze gut aussehen. Ja. Aber natürlich wird das hier nicht einfach ein normaler Kindergarten sein, wo Sassy-Autos stehen, sondern natürlich muss ja was Besonderes hin. Nämlich eine Sassy-Online-Daterin mit einem kleinen Teddy. Und Freunde, ich würde sagen, das Ding hier reißen wir alles einfach mal ab. So, denn hier brauchen wir natürlich auch eine freie Fläche, um ein leckeres Online-Data-Buffet hinzupacken. So, das sieht schon mal nice aus. Dann machen wir jetzt hier auf jeden Fall noch hier so eine Pflanze hin. Und anscheinend haben die Online-Data auch schon ihre Matten ausgelegt. Und, ja, anscheinend wollt ihr hier auch campen. Okay. Und, ja, schön Online-Data-farbig ist das Set auf jeden Fall auch. Und wer von euch hat hier ja auch einfach noch ein zweites Ding gemacht? Und natürlich gibt es dazu auch noch ein wunderschönes Lagerfeuer. Wow. Okay, da liegt dann schon mal die Sassy-Tasche. Und aha, zwei Betten auch noch. Und für die Mega-Sassen unter euch gibt es hier sogar noch die Sitzsäcke, wo ich zusammen unterhalten könnte. Oh Mann, ey. Aha, hier ist also das Picknickessen oder was? Ah, okay, und hier haben wir noch jemand das Katzenfutter vergessen. Oh ja, nimm das mal lieber schnell mit. Ja, Freunde, ich glaube, wir haben schon mal ordentlich was in unser Online-Data-Brookhaven hinzugefügt. Aber ein bisschen was geht immer noch, oder? Und Freunde, wer von euch Sassys würde denn nicht gerne in diesem, kleinen Haus hier leben? Ich würde sagen, es gibt da bestimmt keinen, oder? Und hier sind sogar noch eine kleine Hundehütte. Aber warte mal, wo ist eigentlich der Hundi? Ja, okay. Hier sind die beiden Sassy-Hundis. Die scheinen wohl auch ein kleines Paar zu sein. Aber sieht es nicht einfach nur süß aus, Freunde? Oh, das ist so süß. Hallo, meine kleinen Wuffies. Hi! Und Freunde, schaut euch einfach mal dieses nice Haus an. Das sieht aber auch mega, mega nice aus. Aber Freunde, ich würde sagen, so passt unser Online-Data-Brookhaven. Ich würde sagen, wir haben auch ein mega nice Brookhaven erstellt und dann sollen wir auch gleich mit euch zusammen zocken. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Und hier sind wir auch schon in meinem Online-Data Brookhaven zusammen mit den Händen Rico und Gigi. Was geht? Genau, ich wollte ja eigentlich mit meinen Zuschauern ins Brookhaven joinen, aber ich dachte mir, nee, weißt du, da wird es jetzt ein bisschen faul für und deswegen sind wir mit den Rico. Hallo, ich würde sagen, Rico. Auf was hast du Lust? Was willst du als erstes wissen? Erstmal das Stein oder wie das auch Kaffee guckt. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal zum Kaffee. Schauen wir uns zuerst an. Denn ja, wir haben das Ganze zum Beispiel einmal getestet, aber ja, wir schauen uns das nur an. Und Enrico, vielleicht werden wir uns ja heute noch verlieben. Ich glaube, die Tränke hat schon jemand getrunken, Enrico.
Ja, kann man so sagen. 15 Robux, 15, ja, okay. Ja, ganz schön teuer. Siehst du das da? Der Enrico, der ist am billigsten, für 0 Euro, stimmt's? Ja, und da steht Leandro für 100 Euro der teuerste. Ha ja, das heißt, ich bin was wert und Enrico, du nicht. Kleiner 39er. So, let's go. Enrico, ich würde sagen, wir gehen mal in unser Liebeszimmer, denn wir wollen ja auch ein Date damit haben, oder Enrico? Okay. Ja, yeah, Enrico, das ist unser Zimmer und ja, das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie es eigentlich wurde. Aber naja, kacken wir einfach mal. Stimmt's, Freunde? Ja. Yeah. Aber wir können natürlich auch aufs Bett, aber wir legen uns mal ins Bett rein und schlafen eine Runde. Oder wir machen keine Party, wenn Mama nicht da ist. I say Disco, you say Party. Disco, Disco. Party. Ja, yeah, ich würde sagen, Enrico, wir schauen uns zunächst mal die Autos an. Denn irgendwie sehen die von der Farbe anders aus, als ich wollte. Aber naja, cool sehen sie trotzdem aus. Let's go! Aber die stecken fest. Also ich kann fahren, aber die stecken fest. Hat keiner gesehen. Enrico, hast du eigentlich schon das hier hinten gesehen? Dieses voll coole Muffin-Auto? Ist ja mal mega cool, oder? Ja, eindeutig Enricos Auto, Freunde. Merkt euch das, so sieht Enricos Auto zu Hause aus. Ja, und das sieht Leandros Haus aus. Was soll das denn heißen? Hier ist ein Bug. Hier war gerade ein Bug. Ja, Enrico, hier haben wir dann auf jeden Fall noch ein richtig cooles Engelsauto und warte mal, da ist ja voll cooles Kissen drin oder was auch immer das sein soll. Woohoo! Talk in a woo-woo voice. I don't know what you expected me. Warum ist hier kein Reifen? Ja, keine Ahnung. Enrico, los! Du musst mich zu meinem Termin fahren. Ja, du feierst. Nix da, du fährst. Guck, das Auto rollt doch, Enrico. Es funktioniert, siehst du? Und guck mal, Enrico, siehst du dieses mega coole Schild? Ja, das aber nur für die Sassis. Und wir sind auf jeden Fall keine Sassis, oder, Enrico? Yes. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal, naja, hier zum Spawn nochmal. Denn, ich meine, hier sind ja mega coole Pflanzen. Riech mal dran, Enrico. Riecht voll cool, oder? Jo, geht. Naja, sie stinkt ein bisschen nach Enricos Kacke, aber sonst funktioniert das Ganze. Ja, wir haben auch ein Herz und Enrico, ich würde sagen, komm, wir setzen uns mal auf die Sasse. Bank? Oh ja. Ja, das ist wirklich nur für die Sassis und Enrico, ich will dich nicht daten, denn du stinkst. Aber ich will jetzt mal auf dem Campingplatz chillen. So, wunderschön. Und Enrico, ist das dein Katzenfutter hier? Ich hab Hunger auf Katzenfutter. Dann los, Enrico, schlägst hier rein. Enrico, ja. Du bekommst das kleine Zelt, denn ich nehme auf jeden Fall das große. Das kannst du aber vergessen. Ich meine, guck mal, wer von uns beiden ist kleiner? Ja, ich. Also nehme ich das große Zelt. Alter, ich passe doch gar nicht rein. Du kleiner, da, das ist meiner gute Okay, Enrico, ich würde sagen, wir machen erstmal ein wunderschönes Picknick. Wir haben heute Geburtstag. Na, ich natürlich. Hast du etwa meinen Geburtstag vergessen? Oh mein. All around me are familiar faces. Oh, hier gibt's noch Autos. Ich glaube, die kann man jetzt fahren. Hoffentlich. Oh ja. Yeah, let's go! Woohoo! Komm, Enrico, ich würde sagen, wir schauen mal, was da oben bei den Nachbarn so los ist. Okay, das Pickup muss auf jeden Fall Enrico sein, denn das, naja, das ist halt so stinkig, wisst ihr? Nein, du Sussi. Oh nee. Ach nö, das ist doch nie mein Zimmer, Alter. So, Freunde, genau hier sitzt Enrico gerade und macht Sass-Videos für euch. Oh ja, und Enrico soll ich dir mal was mega Sasses zeigen? Schau dir mal die Sassi-Hunde an. Die sehen so aus wie Adopt-Me-Pets. Ja, denn, ja, ich finde mega
mega süße, guck mal, die kann man sogar reiten. Woo! Ey, aber das war ziemlich mal Oha, was? Freunde, Enrico kann schweben. Schaut sich das mal an. Enrico fliegt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Hundehütte rein. Hundis, lass mich bitte mal vorbei, meine lieben Freunde. Und mal schauen, was wir hier drin haben. Rosen? Ja, ich wusste doch. Diese sind fast ohne dieser Pärchen. Und guck mal, das Herz beweist ja schon alles über den. Stimmt's, Enrico? Ja, Enrico, wo bist du? Enrico, schau mal hier. Wir haben ja ein Sassy-Pärchen. Hier, Enrico, hier haben wir nämlich diese kleinen Sassys. Ja, der eine sieht aus wie du. Und der stinkt auch irgendwie so wie du. Aber Enrico, weißt du, ich wollte schon immer mal einen kleinen Hundi. Und deswegen haben wir hier hinten das Online-Data-Pet-Room. Ich meine, der ist doch mega, mega süß, oder? Hier haben wir auf jeden Fall 400 tolle Optionen. Und ja, mega cute Raum auf jeden Fall. Und Enrico, ich schau auf jeden Fall mal hier hinten. Hier haben wir eine Sassy Online-Data mit ihrem Teddy und Biss. Weißt du, was sie gerade für ein Geräusch macht? Ja, richtig sassy Sound, Freunde, ihr wisst Bescheid. Also wenn so eine Unterlehnterin trifft, dann auf jeden Fall sofort weggehen. Ja, yeah, und hier haben wir, Secret-Sachen, die hier eigentlich gar nicht sein sollen. Hundis, was soll das denn? Warum teleportiert ihr euch denn überall her, ey? Ja, komm, kaputt, jetzt wird alles kaputt gemacht. Freunde, die Hundis, die sind hier einfach eingebrochen. Die waren vorher noch nicht hier, ich schwöre. Aber, Freunde, wenn euch dieses coole Video mal wieder gefallen hat und ihr Bock habt, dass ich mehr Blockkämpfe stelle, dann geht auch mal einen Daumen nach oben und auf den Kanal und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, ja, ciao, ciao. Und abonniert mich gerne, wenn ihr noch mehr von den Videos haben wollt. Ciao.